Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Ja, zum zweiten Mal zu Gast, und das haben nicht so ganz viele geschafft, muss man mal ganz ehrlich sagen, bei Huxilla, ist heute Raimond Weber. Und da freuen wir uns außerordentlich, dass du wieder dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, Raimond. Hallo. Hallo, ja, ich freue mich, gerne bin ich bei euch. Und wir haben im Vorgespräch ja schon einmal darüber philosophiert, uns kennengelernt bei der kleinen Premiere von Wie dann, dem Hörspiel, der Hörspielreihe der ersten Staffel hier in Hamburg. Anfang Februar des letzten Jahres, und das war so der letzte Event, für uns zumindest, wo die Welt noch in Ordnung war, und danach hat sich die Welt sehr, sehr verändert. Das ist sehr spannend, dass das im Grunde genommen ein bisschen mehr als ein Jahr ja nur her ist, dass wir uns da kennengelernt haben, und da war alles noch ganz anders und ganz normal und man fuhr durch die Gegend und ist zu irgendwelchen Events gegangen. Vielleicht magst du mal so zum Einstieg, wir wollen natürlich nachher noch über Wie dann Staffel 2 sprechen, mal so dein, was hat sich alles für dich verändert? Zum einen mit Wie dann in der Zeit. In 14 völlig verrückten Monaten. Und ansonsten in 14 völlig verrückten Monaten. Naja, das Tolle ist ja, dass es uns tatsächlich noch Anfang März gelungen ist, eine große Premiere in meiner Heimatstadt Unna zu machen, im großen Kinosaal. Das war ein großes Salon, da haben wir viel Spaß. Viele alte Bekannte, aber auch viele neue Gesichter. Ja, und dann ging es ja eigentlich auch schon relativ zügig in die Produktion von Wie dann 2. Und ich habe bei Wie dann 2 eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich glaube, es ist uns gelungen, nochmal eine Schippe draufzulegen. Aber das muss letztendlich die Hörerschaft dann bestätigen oder auch nicht. Also wir durften ja bisher in die ersten beiden Episoden schon die Presseepisoden reinschnuppern. Es ist zumindest nicht schlechter geworden, das muss man ganz klar sagen. Sondern es geht direkt weiter im Grunde genommen, nahtlos. Wie ist dir das gelungen, dass man das Gefühl hat, es ist gar nichts passiert bei so einer zweiten Staffel? Hast du im Grunde genommen ganz viel schon vorgeplant gehabt, oder ist das dann die Kunst eines guten Autoren zu sagen, wenn es weitergeht, dann weiß ich schon, wie es weitergeht? Also ich bin mal davon ausgegangen, dass es weitergeht. Und da gab es natürlich auch schon ein Treatment. Aber das Schöne ist, man kann sagen, bei der ersten Staffel, da stellst du so die Spielfiguren aufs Spielfeld und bei der zweiten kannst du dann die großen Züge wagen. Und dann bist du auch zu Hause. Also ich weiß jetzt mittlerweile ganz genau, wie agieren die Personen, wie sehen sie aus? Und ich habe auch mal einen Stadtplan von Black Dahlia im Kopf. Das ist also der Segen bei der zweiten Staffel. Du bist zu Hause, du bist angekommen. Und das ist auch etwas, was mir immer wichtig ist, das den Zuhörern zu vermitteln, dass sie, ach, wir sind wieder da in Black Dahlia. Ne? Mhm. Wir kennen das, ist vielen Serien schon gelungen. Ne? Ach, und die Leute freuen sich, ich bin wieder auf der Ponderosa oder eben in Black Dahlia. Ja, und vor allen Dingen, dass das im Audioformat so gut funktioniert. Also bei einem Buch ja, bei einer Fernsehserie, bei einem Kinofilm ja, aber jetzt bei einer Audioproduktion ist genau wie du beschreibst. Also die ersten Töne kamen natürlich. Die Atmosphäre war sofort. Genau, es gibt die Zusammenfassung, logisch natürlich, aber auch ohne die Zusammenfassung, wenn man es direkt angeschmissen hätte, es hatte sowas Wiedererkennbares sofort. Also es war genau wie du beschreibst, ist dir gelungen. Also zumindest bei uns zumindest. Nicht nur mir, da muss ich ja auch dieses Lob an unser Team weitergeben. Das ist ja auch Sache des Komponisten und natürlich des Tontechnikers. Wir achten natürlich darauf, dass die Geräusche aus der ersten Staffel dann auch wieder da sind. Zum Beispiel am Haus von Mike Granger, dieses hölzerne Windspiel. Mhm. Das ist ein Zeichen, aha, wir sind wieder bei Mike Granger außerhalb von Black Dahlia. Und da muss immer dieses Windspiel dabei sein und auch verschiedene andere Geräusche. Du hast gerade beschrieben, dass dir die Charaktere jetzt vertraut sind, dass du weißt, wie sie handeln, wie sie denken. Gibt es trotzdem Dinge, die dich beim Schreiben überraschen? Also sagen wir mal Charaktere, die sich ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, als du ursprünglich gedacht hast, dass die so ein bisschen so ein Eigenleben entwickeln, oder läuft es eigentlich doch eher nach Plan? Also das erlaube ich denen nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin der Chef, und nein, da kann auch Mr. Hayes kann nicht plötzlich sagen, ach, weißt du was, ich möchte jetzt doch lieber gut sein. Nein, das geht nicht. Die Charaktere entwickeln sich natürlich weiter, das muss so sein. Zum Beispiel, es bahnt sich ja etwas an zwischen Doc Sally Hansen und Miles Vidan. Figuren aus der ersten Staffel, ich werde sie jetzt nicht benennen, tauchen wieder auf, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, und nehmen im Verlauf der zweiten Staffel eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Das ist vielleicht für die Zuhörer überraschend,
Und auch das habe ich mir dann erst auch etwas später überlegt und dachte, ja, der wird zum Mittelpunkt der Story. Mhm. Und damit rechnen die nicht. Mhm. Und du hast gerade schon das hölzerne Spiel beschrieben. Also du bist ja Autor. Du hast viele Audioproduktionen gemacht in deinem Leben oder warst beteiligt daran. Du warst, ich sage jetzt mal, hired Autor, also dass jemand eine Idee hat und dann hast du in dieser Welt, die jemand anders gebaut hat, Geschichten geschrieben, immer mal wieder. Und jetzt bist du ja bei Wie dann, wenn ich das richtig verstehe, sowas, was man vielleicht im Film- und Fernsehbusiness einen Showrunner nennen würde. Du machst ja im Grunde genommen natürlich mit einem Team, aber irgendwie als Chef irgendwie alles. Wenn du jetzt einen Roman schreibst, da musst du dir über so ein hölzernes Spiel keine Gedanken machen, über ein Windspiel, was einen Wiedererkennungswert hat, was so ein bisschen Peter und der Wolf spielt, damit der Hörer sofort wieder weiß, wo er ist. Wie sehr unterscheidet sich das Schreiben einer klar als Audio deklarierten Produktion von einem Roman? Ist das ganz anders? Kannst du das beschreiben? Es ist schön, dass du nicht die Frage stellst, was ist einfacher? Denn beides hatte gewisse Qualitäten. Einen Roman zu schreiben, ja, da habe ich natürlich viel mehr Platz, um die Figuren einzuführen, vorzustellen, ihre Charaktere auszuweiten, durch ihr Handeln. Das geschieht im Hörspiel natürlich in erster Linie durch Dialoge. Die müssen passen. Ich meine, wenn jetzt Mr. Hayes auftaucht, mal was ganz genau, oha, da ist was im Busch. Mhm. Also Charaktere kannst du einfach nur durch Dialoge im Hörspiel und natürlich die entsprechende Regie, die ganz wichtig ist, ausbreiten. Aber es gibt natürlich auch Vorteile im Hörspiel. Während ich im Buch nach Wortgebilden für Wetter, eine Atmosphäre, eine Optik suchen muss, reicht dann zum Beispiel im Hörspiel einfach diese Regieanweisung mit starkes Gewitter, Regen auf Blechdach. Na, das macht es natürlich einfacher. Trotzdem, der Erzähler nimmt bei Vidan auch einen gewissen Raum ein. Auch da musst du natürlich möglichst, ich sage es mal, schön formulieren. Mhm. Na, es reicht nicht, Miles Vidan kam um die Ecke, er stieg in sein Auto. Oder es regnet. Nein. Ja, und am besten ist es aber auch, wenn man Erzähler hat und nicht Miles Vidan das selber beschreiben muss, was er machen. Nein, da bin ich überhaupt kein Freund von. Nein. Ich habe mal tatsächlich irgendwo ein Hörspiel gehört und da hatten sie keinen Erzähler. Das kann funktionieren, natürlich. Aber wenn eine Person allein in einem Raum ist, und dann geht die Tür auf, dann kommt jemand auf sie zu und dann muss diese Person das alles beschreiben. Das ist natürlich überhaupt nicht authentisch. Da, plötzlich geht die Tür auf. Was ist das? Ein rotes Glühen dahinter. Oh mein Gott, es kommt direkt auf mich zu. Hm. Ist das so eine Eigenheit, glaubst du, gerade beim Horrorgenre oder bei Horrorhörspielen? Mag das in einem anderen Hörspielgenre leichter sein oder ist überall genauso? Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, man sollte, wenn es eben geht, nicht auf einen Erzähler verzichten. Mhm. Mhm. Weil er eine besondere Note dann doch reinbringen kann nochmal. Erstmal das und er kann natürlich auch überleiten, weil sonst wird es vielleicht etwas unübersichtlich. Auch Vidan spielt ja an verschiedenen Orten. Wir springen bisweilen. Mhm. Manchmal ergibt es sich aus dem Übergang oder auch aus der neuen Atmo, ach, wir sind wieder am See oder wir sind wieder im Polizeirevier. Aber das funktioniert nicht immer. Und das würde die Leute dann doch irritieren. Mich übrigens auch. Ja, ich kenne auch so Radiohörspiele, die so mehr so, ich will jetzt nicht sagen künstlerischen Anspruch, ist Quatsch, du hast ja also auch einen künstlerischen Anspruch, aber wo man das vermeidet, wo man sagt, man muss der Zuhörer muss sich das alles selber erschließen und das finde ich mal sehr, sehr anstrengend zu hören, weil ich dann einen Großteil meiner Konzentration nicht auf die Geschichte verwenden kann oder auf die Charaktere verwenden kann, sondern ich muss dann auch noch mitdenken, wo befinde ich mich denn gerade und muss mir selber die Regieanweisung auch noch vorstellen. Da finde ich euren Weg einfach sehr, sehr gut oder deinen Weg, wie du ihn gemacht hast. Du nimmst mir die Arbeit ab und ich kann mich dann wieder auf die Charaktere konzentrieren. Das gilt natürlich auch für Namen, die sehr wichtig sind. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe vor einer Zeit mal ein Buch gelesen. Da hießen alle Jim, Jack, Joe, Bob, Bobby, Jason. Und alle waren mehrheitlich Polizisten. Und ich müsste mir eigentlich Notizen machen, wer jetzt wo was macht. Deshalb hilft es natürlich auch, wenn man relativ markante Namen nimmt. Mhm. Und ich glaube, das haben wir Notao, Tyson Navat McKay, Miles Vidan. Es ist schon mal gut, wenn ich merke, Leute fragen, wieso heißt der denn Miles Vidan und wohnt in Montana? Ja, dann sage ich ganz einfach, möglicherweise hat er französische Wurzeln, das ist nicht völlig ausgeschlossen, wir sind nahe der kanadischen Grenze und der Name klingt. Dass du gefragt hast, zeigt, er hat sich eingeprägt, ne? Miles Vidan. Ja. Ne? Oder auch Sheriff Lennox. Mhm.
Wie lange brauchst du? Mr. Hayes wird nie einen Vornamen haben. Mr. Hayes. Okay, das hast du jetzt auch nicht in der dritten Staffel, eventuell. Na gut. Wie lange brauchst du für die Namen? Ist das etwas, was dich quält oder geht das, fließt das schnell von der Feder? Das war mir schon immer wichtig. Schon als ich anfing zu schreiben, dachte ich mir, Namen sind wichtig. Manchmal kann man auch so über einen Namen so ein bisschen den Charakter des Protagonisten vorwegnehmen. Ich hatte mal schon lange her, da haben wir ein Jugendhörspiel gemacht und ein Bösewicht hieß Jacob Botha. Ganz hart. Jacob Botha. Mhm. Da war für die jungen Zuhörer schon klar, hui, das ist bestimmt kein guter, der Jacob Botha. Mhm. Weil er wird auch hart ausgesprochen. Oder in diesem Hörspiel war dann auch ein Protagonist, der hieß dann Zeus Monroe. Das sind natürlich Namen, die setzt man zusammen, da schaut man, dass es klingt und das sitzt. Mhm. Das ist anders, als wenn da kommt Jack Miller. Nein, da kommt Zeus Monroe. Mhm. Ja, okay. Ja. Das heißt, da machst du dir schon auch Gedanken über die Namen. Ja, über Namen mache ich mir schon Gedanken. Und ich achte auch mal darauf, dass es passt. Montana, hast du einen Teil deutscher Einwanderer im 19. Jahrhundert und auch skandinavischer. Und das zeigt sich auch in der Namensgebung. Ne? Das ist eigentlich... Ja, ein schönes Stichwort, dass du sozusagen die Geschichte des Bundesstaats Montana auch nochmal erwähnst. Du hast ja sicherlich im Vorfeld der Serie recherchiert und Hintergründe aufgearbeitet und dich inspirieren lassen. War jetzt nochmal für die zweite Staffel eine andere Art oder zusätzliche Recherche notwendig oder konntest du da auf die Quellen zurückgreifen, die du eh schon hattest? Also ich hatte praktisch Montana schon inhaliert. Ich weiß, sofern das möglich ist, aus der Ferne, wie es dort aussieht, habe mich natürlich auch mit der Historie beschäftigt und zum Beispiel der Cree-Indianer, die auch eine Rolle spielen und natürlich auch mit den geografischen Begebenheiten. Wir haben ja im Hintergrund die Rocky Mountains, die kanadische Grenze ist nicht weit, wir haben endlose Wälder und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Bergbauindustrie, die am Boden liegt. Also Montana ist praktisch... was Bergbau betrifft, ausgeblutet. Früher wurde Zinn abgebaut und ähnliche Metalle. Das wird auch schon in der ersten Staffel erwähnt. Also Blacktail ist nicht reich. Mhm. Mhm. Gibt es auch irgendwie so Sagen aus Montana, die du gelesen hast, die dir spontan einfallen würden? Oder das eher nicht unbedingt, sondern eher... Da muss ich jetzt ganz ehrlich passen, weil wir haben unsere eigene Story geschrieben. Ja, also wir greifen nicht auf irgendwelche Mythen der Vergangenheit zurück. Ja. Ist ein guter Ansatz, kann man vielleicht mal machen. Ne? Also danke für den Tipp, finde ich gut. Sehr gerne. Ja, wobei, das war ja das Interessante von der ersten Staffel nochmal, also dass wir das auch die zweite Staffel bisher, so wie wir sie hören konnten, gut finden, sonst würden wir jetzt ja nicht miteinander reden und das nicht bei uns in der Sendung haben, war eben, dass es nicht was Aufgewärmtes war, weil... Das ist gut, wenn man das macht, weil man natürlich etwas hat, dass die Rezipienten andocken können. Aber damit hast du zumindest mir es schwer gemacht, weil wenn du dich so wie wir den ganzen Tag mit Mythen beschäftigst, dann haben wir gesagt, in welche Mottenkiste hat denn der Herr Weber jetzt reingegriffen? Wo wollte er denn jetzt hin mit seiner Geschichte? Das hätte mich auch zu sehr abgelenkt dann von der Story. Und das hast du mir aber ein bisschen versaut, weil du wirklich dir was Eigenes ausgedacht hast, also im positivsten Sinne. Und das hat's reizvoll bis zum Ende gemacht, das Hörspiel. Und ich bin jetzt eben gespannt natürlich, wo die Reise jetzt in der zweiten Staffel hingeht. Und wenn du jetzt gerade schon sagst, auch da habe ich mir jetzt nichts Bekanntes genommen, dann bin ich schon wieder sehr beruhigt, weil irgendwann fällt einem unter Umständen, das hat man ja auch erlebt, fällt Autoren irgendwann nichts mehr ein und dann muss man plötzlich alte Dinge aufwärmen, dass Motive natürlich klar sind und dass du mit Montana alleine im Kopfkino der Leute natürlich was auslöst mit den Wäldern, das ist ja völlig klar, das funktioniert dann, das ist ja fast schon eine Regieanweisung, wenn es in Montana spielt und man einen See hat, dann hast du natürlich sofort die Berge im Hintergrund und du hast die Wälder und wenn noch das Plätschern des Sees hinzukommt, das muss der Sprecher ja gar nicht mehr beschreiben dann in dem Moment, sondern das machen wir ganz alleine. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, mir war es immer wichtig, ich verlagere meistens meine Storys in eher abgelegene Gegenden. Ne? Blackdale hat ein paar tausend Einwohner, die nächste größere Stadt, eigentlich gibt es keine richtig großen Städte in Montana, das wäre vielleicht Great Falls oder so, aber auch das ist sehr überschaubar. Es ist diese Abgeschiedenheit, das prägt auch die Menschen dort. Das macht sie auf der einen Seite sympathisch, das kann sie aber auch borniert machen und ich sage immer, Hilfe ist nicht unterwegs. Da ist ja keiner. Das mag ich einfach. Dieses kleine Sheriff's Office in Blackdale ist auf sich angewiesen. Mhm. Bis da einer kommt, dann müssen sie halt selbst sich um ihre Leute kümmern.
Also vielleicht Squad Team, keine Hubschrauber, die einfach. Naja, obwohl, lassen wir das. Kommen wir mal vom kreativen Schreibprozess, und wir wollen ja auch die Geschichte natürlich nicht spoilern, mal weg, nochmal hin zur Produktion, weil auch das finde ich sehr, sehr spannend. Über das Jahr jetzt hinweg, wie dann eins. Da waren wir ja sozusagen nicht beteiligt, nicht involviert. Ich sage gleich, was ich meine, sondern irgendwann sind wir eingeladen worden, haben dich kennengelernt, hatten diese Premiere, haben reingehört, fanden super. Und danach bin ich dir natürlich auf den sozialen Netzwerken gefolgt, und insbesondere auf Facebook konnte man natürlich den Prozess mitbekommen. Also irgendwann die Meldung, dass es wie dann 2 geben wird. Dann sah man dich im Studio, man sah, welche Schauspielerinnen und Schauspieler, Sprecherinnen und Sprecher dazukommen. Und jetzt natürlich eine Frage, die du mir nicht beantworten wirst. Ich stelle sie dir trotzdem, Raimund. Welcher Teil macht denn mehr Spaß? Macht es denn mehr Spaß, alleine zu sitzen, den Stadtplan von Blackdale dir hinzulegen und zu sagen, wo spielt jetzt die Geschichte? Und dann sitzt du in deiner Schreibstube, so stelle ich mir das ja romantisch vor, und schreibst dann die Geschichte. Oder macht es mehr Spaß, mit den Schauspielern zusammen dann die Figuren plötzlich zum Leben zu erwecken? Oder am Ende noch, wenn dann noch Ton und Musik dazu kommt, dann noch eine Lage. Was ist das Reizvollste für dich? Kannst du das sagen? Die Standardantwort wäre jetzt natürlich alles gleich gut. Aber das sind wirklich nur Nuancen. Das Schreiben macht unglaublich Spaß. Es ist tatsächlich so, ich sitze dann in meinem Arbeitszimmer, umgeben von den Dingen, die mir wichtig sind, die ich schön finde. Ich kann in den Garten schauen. Ich höre dabei fast immer Musik, ganz wichtig. Ich bin tatsächlich noch jemand, der die CD einlegt. Und ja, das ist toll. Und vor allen Dingen, ich kann ja, da ich das hauptberuflich mache, das zu jeder Tages- und Nachtzeit betreiben. Ne, wenn ich meine, hoppla, 8 Uhr, ich fange jetzt mal an. Oder dann eben erst um 14 Uhr. Wichtig ist natürlich, dass Termine eingehalten werden. Mhm. Zwischendurch machst du den Kaffee und so. Das ist wunderbar. Also ich liebe meinen Job, und ich weiß auch ganz genau, damit bin ich privilegiert. Mhm. Es ist eigentlich niemand, der mir über die Schulter schaut während der Arbeit. Natürlich muss das Ergebnis stimmig sein. Das wird von mir erwartet. Das ist toll. Und zwischendurch gehst du dann in den Garten mit einem Tässchen Kaffee, und ich gestehe, dann zünde ich mir auch ein Zigarillo an. So. Das klingt jetzt aber schon so, als würdest du eher tagsüber schreiben und nicht sagen, irgendwie Horror kann man am besten nachts schreiben. Nö, das ist nicht so. Also ich habe mein Timing verbessert. Ich weiß einfach, ich muss einen gewissen Rhythmus einhalten, um auch Termine zu befriedigen. Früher war ich da ein bisschen unsicher, und da musste ich auch mal wirklich eine Nacht durcharbeiten. Mhm. Das ist nur bedingt lustig, weil irgendwann siehst du gar nicht mehr die Buchstaben auf dem Monitor. Mhm. Aber ja, es gibt auch keine Zeit, wo ich am besten arbeite. Obwohl vormittags und später Nachmittag. Mhm. Das sind meine Favoriten. Mhm. Was die andere Arbeit betrifft im Studio, das ist natürlich klasse. Man kennt viele Sprecher schon über Jahre hinweg, und man erzählt sich Anekdoten von damals, und die sind auch alle schwer in Ordnung, muss man ganz einfach so sagen. Und die Profis sind dann auch sofort in ihrer Rolle drin. Ich meine, Jürgen Kluckert, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Mhm. Er weiß, wie Sheriff Lennox tickt. Ne? Mhm. Mhm. Da muss man auch gar nicht viel Regie machen, sondern sie leben die Figuren schon per se. Genau, man muss es auch mal fließen lassen. Ich bin jetzt auch nicht der sagt, komm, wir machen das jetzt 10-mal. Ne? Und dann nehmen wir von den 10 den Besten. In der Regel, manchmal ist der erste schon gut, aber mehr als 2, 3 brauchst du nicht. Ne? Auf gar keinen Fall. Also manchmal ist es dann schon beim ersten, zweiten Take, also ihr seid da nicht an einem Satz eine Stunde am Herumbasteln und Schleifen. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das sind alles tolle Sprecher, und da gibt es überhaupt keine Probleme. Und wir suchen die natürlich auch bewusst auf. Es wird ja wirklich nach Charakter besetzt. Mhm. Nicht umsonst ist Udo Schenk Mr. Hayes, ne? Mhm. Weil das kann er. Ja, und was dann natürlich am Ende das Ergebnis zu hören, diesen Prozess, wo dann immer mehr hinzugefügt wird, die Musik, und dann, und irgendwann habe ich das dann ja, dann habe ich die erste Version, höre die dann ab und denke mir, jo, das ist gut, aber meistens hast du dann immer noch da ein Quäntchen, und da entscheide ich nicht allein drüber. Auch die Regie mache ich zusammen mit meinem Freund und Agenten, dem Uwe Kaddick, weil es ist in der Regel so, das Ganze ist so komplex, wenn du da wirklich so einen Aufnahmemarathon hast von 11, von 10 Folgen, da musst du höllisch aufpassen. Und da würde auch mir mal vielleicht da ein kleiner Satz durchgehen. Mhm. Mhm. Du merkst einfach, da hat jemand eine Silbe verschluckt. Mhm. Gut, das kannst du hinterher alles noch reparieren, aber das ist zusätzliche Arbeit. Mhm. Also 10 Folgen aufzunehmen,
ist schon immens. Mhm. Magst du mal ein bisschen spoilern? Es ist ja nicht so, dass da alle Sprecher gleichzeitig reinkommen und dann seid ihr eine Woche gemeinsam in Blackdale, sondern es ist wahrscheinlich alles einzeln, Corona-bedingt wahrscheinlich nochmal komplizierter. Natürlich. Wie muss man sich das vorstellen? Kommen auch mal Schauspieler zusammen rein oder seid ihr da darauf angewiesen, dass das alleine stattfindet, dass du den Prozess vielleicht noch ein bisschen beschreibst? Also wir nehmen ja in zwei Studios auf, einmal in Berlin und einmal in Dortmund. Und es muss natürlich immer auf Corona geachtet werden. Mhm. Deshalb in Dortmund, das ist also handeln wir es ganz schnell, es gibt zwei separate Eingänge. Im Prinzip müssen wir gar nicht in Kontakt kommen, außer über Gegensprechanlage. Mhm. Gut, es kann da mal passieren, dass einer 10 Minuten länger braucht und dann wartet schon der Nächste. Aber wir nehmen immer einen sehr großzügigen Zeitrahmen. Wir wollen auf keinen Fall, wie ich das noch von früher kenne, von anderen Aufnahmen, in Stress geraten. Mhm. Das ist total kontraproduktiv. Ne? Mhm. Nicht so, oh Gott, ich komme schon der Nächste, jetzt müssen wir aber hier Dampf machen. Auf gar keinen Fall. Das schadet der Gesamtproduktion. Ne? Ruhe, Gelassenheit und dann bleibe auch ich ruhig. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch einfach bei der Arbeit der Sprecher wieder. Ja. Bloß keine Hektik. Ja, und wirklich auch so die Freude, wieder in die Charaktere zu schlüpfen und dann wieder so auch als Team zusammenzukommen. Das merkt man schon, das ist richtig schön. Und auch zu spüren, es sind natürlich neue Rollen dabei. Mhm. Und dann zu sehen, wow, das passt ja. Ne? Mhm. Da haben wir aber richtig besetzt. Mhm. Das ist großartig. Wenn dann wirklich neue Sprecher, Sprecherinnen da so richtig reingehen in die Rolle und ich denke, oh mein Gott, die leidet ja wirklich, was habe ich da angerichtet? Es gibt eine ganz markante Rolle, das ist die jüngeren Eliza, die zieht sich durch die gesamte Staffel. Oh mein Gott, geht's dir schlecht. Was bin ich doch für ein Schwein. Ist das nochmal anders, wenn du zumindest siehst, wie jemand es spricht und dabei natürlich die Emotionen zeigt? Wie wäre das, wenn das nochmal verfilmt wird irgendwann? Könntest du dir das selber angucken, was du schreibst? Ja, auf jeden Fall, weil es für mich Grenzen gibt. Ich mache ja grundsätzlich kein Splatter. Es gibt verschiedene Verbote, die ich mir auferlegt habe. Niemals Gewalt gegen Kinder, das gibt es bei mir nicht. Mhm. Und in entscheidenden Momenten, wäre es ein Film, würde die Kamera wegdrehen. Mhm. Also Splatter gibt es bei mir nicht. Mhm. Ich finde, auch gerade beim Hörspiel, das Schreckliche, wenn es angedeutet wird, ist vielleicht für den Hörer viel dramatischer, als wenn ich immer voll drauf halte. Ne? Mhm. Mein Gott, ich muss jetzt nicht die Leiber mit Maschinengewehrsalven durchsieben und Köpfe abschneiden. Wer es mag, mein Ding ist es nicht. Mhm. Und das wurde bisher auch immer von den Kritikern gelobt. Ne? Ja, also es gibt ja auch Hörspiele, die so Todesszenen oder Folterszenen darstellen. Dann ist es entweder sehr kurz und dann lässt es einen auch ratlos zurück oder sehr überspielt. Also wo dann Menschen 30 Sekunden lang sterben in so Hörspielen. Auch das gibt's ja und da bin ich dann eher bei dir, dass man das, was nicht hört. Und wenn man weiß, und das kannst du in der Regel ganz gut, das können wir dir ja auch mal sagen, man darf ja auch mal loben in so einem Gespräch. Also es baut sich dann ja auf und dann entlädt es sich irgendwann, man muss gar nicht mehr hören, wie es sich entlädt. Also man weiß ja, dass da was ist in der Geschichte, dass was passieren könnte. Und das ist natürlich viel schlimmer, als wenn man dann dabei ist live und es hört. Und man ahnt ja sowieso, was passiert. Und dann ist die eigene Vorstellung ja immer schlimmer als das, was man da geboten bekommt. Im Augenblick kommt dann wirklich das Kopfkino. Das genau. Ich habe sogar schon festgestellt, du musst noch nicht mal die Situation andeuten. Es kann sogar teilweise funktionieren, wenn jemand darüber erzählt. Mhm. Letztens ist doch das und das passiert. Und stell dir vor, da hat man doch tatsächlich. Ne, und schon geht das Kopfkino an, wie ihr sagt. Mhm. Nicht immer die Kettensäge raus. Stimmt. Du hast vorhin mal erwähnt, dass Menschen, die die erste Staffel gehört haben, nach dem Namen Miles wieder angefragt haben. Hat es überhaupt Reaktionen gegeben von den Hörerinnen und Hörern? Und wenn ja, was waren das für Reaktionen? Gab es da irgendwie eine Lieblings-E-Mail oder Nachricht, die du bekommen hast, wo du wirklich gedacht hast, oh Mensch, da ist jemand voll eingestiegen und freut sich über die erste Staffel? Also ich sehe es jetzt an den Reaktionen, dass die Leute auch schon, viele Leute der neuen Staffel entgegenfiebern, sagen, ich kann es kaum erwarten, wann kommt es denn, ich zähle die Tage. Das sind natürlich, wenn man sowas hervorrufen kann,
das freut einen natürlich. Das macht einen auch ein bisschen stolz, eigentlich ein bisschen, ich sag mal sehr stolz. Weil wir Kreativlinge leben natürlich auch von der Reaktion, vom Beifall der Menschen. Wie jeder, der auf die Bühne geht, gehen wir auch auf eine Bühne. Ne? Wir schicken einfach unsere Werke ins Meer und sie segeln ab und dann schauen wir mal, was passiert. Und wenn das dann angenommen wird, wenn das in ganz vielen Häfen ankommt, dann ist das großartig. Ne? Es ist immer ganz klar, du wirst nie etwas erschaffen, was allen gefällt. Das gibt es nicht. Ne? Jeder hat gewisse Vorlieben. Ich staune auch manchmal, mein Gott, das ist jetzt ein Erfolg. Ich finde das nicht gut, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Nein, wir haben sehr, sehr viele schöne Reaktionen, das muss ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt hat ja auch Europa mit Wie dann ein Experiment eingegangen, hat mal was gemacht, was ja eher noch neu war. Also aus dem Podcasting-Bereich, diese Serials und so, das kennt man ja alles, das ist aber immer noch mal anders gelagert. Aber zu sagen, wir machen eine Hörspielserie als Staffel, aus einer Hand dann ja auch. Es gibt ja auch andere Serien, wo dann verschiedene Autoren beteiligt sind, aber das war jetzt ja wirklich aus einem Guss, aus einer Hand, aus einer Vision. Das war ein Risiko und wenn man nicht davon ausgegangen wäre, dass das klappt, hätte man es wahrscheinlich gar nicht angegangen. Aber wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ja, das fliegt wirklich? Also, dass man selber ja nichts abliefert, was man nicht gut findet, ist völlig klar. Aber was war so der Moment, wo du vielleicht bei einem Zigarillo auf deinen Garten geschaut hast und gesagt hast, nee, das klappt wirklich. Gab es so einen Moment? Ja, es gab es schon, als man mir mitteilte, hey, es funktioniert. Das heißt, und als man mir natürlich sagte, so, jetzt müssen wir über die zweite Staffel reden. Das heißt, das ging relativ zügig. Es war eigentlich von vornherein eine zweite Staffel vorgesehen. Und ich sage es mal ganz einfach, offen heraus, mit Sony haben wir einen hervorragenden Partner gefunden. Das heißt, das war aber schon der Partner, der dann dich auch kontaktiert hat und gesagt hat, Raimund, das ist genauso gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dem Moment gab's. Ja, also wir werden auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Weitere Produktionen sind schon in Mache. Und ja, super. Das ist doch schön. Was soll ich sagen? Jetzt bist du... Ich weiß gar nicht, bist du als reiner Autor, das klingt jetzt auch wieder so despektierlich, als reiner Autor gestartet in die Kunst oder warst du auch immer in Hörspiele involviert? Und jetzt wäre ja so die Frage, Autor, Hörspielproduzent oder Hörspielautor, dann eine ganze Staffel, dann aber auch schon quasi in der Produzentenrolle, zweite Staffel, vielleicht neue Dinge, die ankommen. Wann gibt's denn dann die erste Fernsehserie mit Raimund Weber? Also viel mehr geht ja schon gar nicht mehr. Dann könnte man auch über Kino reden. Würdest du dir das auch noch zutrauen, wenn jetzt einer sagt, das wie dann? Wie wäre denn das? Netflix oder Amazon, die dann sagen, lassen Sie uns mal sehr gerne, also sehr gerne. Wenn es ein Partner ist, der wirklich kompetent ist, dann auf jeden Fall. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch, das hat die Erfahrung gezeigt, Kollegen haben dann so etwas gemacht. Es gibt natürlich auch Partner, die machen dann eine Produktion und fragen sich, hoppla, das ist von mir, was war das denn jetzt? Ne? Mhm. Aber natürlich bei Netflix oder bei der BBC kann man davon ausgehen, das wird gut. Filmregie, nein, ich würde mich natürlich gerne einklinken und wäre so etwas wie ein Co-Regisseur, das würde ich dann den Profis überlassen, wie man immer die Sachen, ich spreche auch keine großen Rollen. Ne? Mhm. Leute fragen mich, warum sprichst du nicht mehr? Sag ich, nein, weil die anderen so furchtbar gut sind, die können das. Ich mache euch maximal mal so einen Polizisten. Ne? Also ich darf es verraten, in der zweiten Staffel ist meine Rolle, ich habe den Satz aus Seattle, Sie müssen sich aber trotzdem ausweisen. Und schon werde ich erschossen. Ein Cameo. Cool. Ja, hatten wir auch in der ersten. Da war ich der miesgelaunte Fischer. Zum Doc Dala. Das also machst du dann also schon. Aber das finde ich ja auch interessant, dass du sagst, nee, dann lieber dann den Profis überlassen. Wobei du ja schon einfach unfassbar viel mit Uwe dann auch gemeinsam ja stemmst, im Grunde genommen mehr als das andere auch tun würden unter Umständen, weil du auch deine Vision dann auch nicht hergeben willst? Also. Dafür ist mir eine Sache wie dann einfach zu wichtig. Mhm. Da bin ich einfach zu dicht dran. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Auftragsproduktionen gemacht, wo man dann denkt, boah, und dann ist man sogar super überrascht, wie geil das geworden ist. Mhm. Aber es gab auch schon dann so
Tiefschläge, wo du denkst, oh Gott, was ist das denn? Jetzt haben die da noch Witze eingebaut. Ne? Das gibt's auch, wo dann einfach der eigene Stil gebrochen wird. Mhm. Oder Leute sagen, die mich kennen, das ist auch von dir. Sag ich, nee, ist nicht von mir, habe ich nicht geschrieben. Haben die einfach da reingemurkst. Okay. Mhm. Jetzt bist du ja auch schon 2 bis 3 Tage im Geschäft. Das kann man ja sagen, das kann man ja auch nachrecherchieren. Findest du, dass sich die Bedingungen generell verbessert, verschlechtert haben, was dieses Genre der Audioproduktion angeht? Ist es jetzt mal ein kurzer Lichtblick oder glaubst du, dass da die Zukunft mehr solche Produktionen ermöglichen wird, weil da auch ein Markt vielleicht für da ist? Ich glaube, dass wir jetzt erstmal konstant bleiben. Und was sich verbessert hat, sind die technischen Möglichkeiten. Das merke ich auch einfach, wenn unser Komponist arbeitet oder auch in der Tontechnik. Das war früher schon toll. Jetzt ist es einfach noch besser geworden. Wir können viel mehr aus dem Vollen schöpfen. Wenn ich gewisse Ideen habe, könnte das nicht etwas mehr nach etwas metallener klingen. Mhm. Das ist heute alles möglich. Wir können Räume bauen, wo wirklich jemand von links nach rechts geht und hinten geht noch eine Tür auf. Das war früher sehr, sehr schwieriger. Dennoch greifen wir heute nicht ausschließlich aufs Archiv zurück. Es gibt einfach Geräusche, die gibt es in keinem Archiv, zumindest nicht so, dass wir damit zufrieden sind. Dann wird tatsächlich im Studio rumgerappelt und geknistert und getan. Okay, das macht ihr also auch noch. Also das könnte man sich auch vorstellen, dass man das alles aus dem Netz sich lizenziert und dann. Es gibt eine Sache, die kriegst du aus dem Archiv nicht hin. Das ist Körperlichkeit. Mhm. Menschen bewegen sich. Ne? Selbst wir bewegen uns jetzt. Ich gebe Geräusche von mir. Ne? Mein Hemd, das knistert. Das ist manchmal nicht hörbar. Und auch im Hörspiel ist es nicht immer hörbar. Aber Miles Vidan ist ein Polizist. Ein Polizist hat je nach Wetterlage eine Lederjacke an, eine Uniformjacke. Er hat ein Pistolenholster und vielleicht hängen hier noch die Handschellen. Ne? Das darf man nicht übertreiben, aber wir müssen ihn knirschen hören. Und dieses Holster darf auch mal kurz gegen den Oberschenkel schlagen. Das ist halt so. Ja. Ne? Und die Autotüren dürfen auch nicht mehr gleich klingen. Wir haben in der 2. Staffel einen VW-Käfer, also den echten Käfer, ja, ne, von damals. Ja. Ein Modell aus den frühen 80ern, der taucht dort auf. Den haben wir aufgenommen. Da haben wir uns einen Käfer gesucht und haben diesen Käfer aufgenommen. Damit es authentisch klingt. Das klang nicht das Richtige, das klang nicht authentisch. Und sowas ist mir wichtig. Ja. Das sind Dinge, da frage mich, Leute, du benennst viele Dinge mit Namen. Da fährt nicht ein Auto vorbei, sondern dieses Auto hat eine Farbe, es hat einen Typ und möglicherweise auch ein Baujahr. Warum? Das macht Dinge plastisch. Mhm. Ne? Mhm. Wenn da der Ford Thunderbird in Aubergine vorfährt, Baujahr 68, und dann sagt noch einer, oh, das ist doch die 6-Liter-Maschine. Viele Leute können damit nichts anfangen, aber es stört auch nicht, wenn du es nicht übertreibst. Aber finden sich, ja. Das ist etwas, ich gebe es zu, das habe ich von Stephen King gelernt. Mhm. Wenn ihr Stephen King lest, unabhängig wie ihr ihn jetzt findet, er ist ein großartiger Geschichtenerzähler, speziell im Detail, und er benennt die Dinge, er beschreibt sie. Die Tomatensuppe, die im Regal steht, ist von einer besonderen Sorte. Und das ist keine Werbung, sondern wir haben sofort das Bild. Ne? Ah ja, das. Oder das Auto, das hat er immer gemacht. Und das habe ich verinnerlicht, weil das macht Spaß. Und ich schaue, es macht mir persönlich auch, ich bin ein kleiner Autonarr und dann gucke ich auch immer, was könnten die denn in Montana fahren? Ne? Und das muss ja auch ein bisschen, die Karre muss auch abgewrackt sein. Die ist dann auch schon mal 15 Jahre alt. Das heißt, jetzt wissen wir, wie du auf die Namen kommst, wir wissen, wie du auf die Auto kommst. Ich würde gerne nochmal auf die aktuelle Situation der Audioproduktion zurück. Hast du eine Idee, warum vielleicht auch Menschen sich wieder Audioproduktion zuneigen? Ich meine, wir haben Netflix, wir haben Amazon, wir haben Disney Plus, wir haben das Internet, wir können ja alles auf Knopfdruck haben. Auch Kinofilme inzwischen im Grunde genommen, gerade jetzt auch in der Pandemie sind abrufbar. Und trotzdem scheint es ja, Sehnsucht wäre jetzt übertrieben, aber es scheint ja Menschen zu geben, die sagen, ich genieße auch ein Hörbuch. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Ja, also ich merke es bei mir selbst, wenn ich längere Autofahrten mache, zum Beispiel von meinem Heimatort nach Berlin ins Studio, dann habe ich da ein paar Stunden Zeit, dann höre ich ein Hörbuch, vielleicht ein Hörspiel oder den Deutschlandfunk, weil das ist so entspannend. Ne? Die haben ja fast ausschließlich Wortbeiträge und dann wird ein Beitrag angekündigt über die schlechte finanzielle Situation von Tenören in der Provinz und ich denke mir, oh Gott, und dann ist das interessant. Mhm. Das bringt Ruhe ins Spiel. Ich gleite durch die Landschaft und diese Ruhe hast du dann auch abends in deinem Lieblingssessel oder so. Weil
vielen geht die Reizüberflutung doch auf den Keks. Mir auch. Ja, ich gebe zu, ich habe Netflix. Ich schaue auch ab und zu rein. Aber manchmal möchte ich das nicht. Da möchte ich Ruhe. Mhm. Dann lege ich halt Musik auf oder eben ein Hörbuch speziell, ein Hörspiel auch. Entspannung. Es passiert so viel und so viele Einflüsse strömen von allen Seiten auf uns ein. Da muss man einfach Ruhe im Karton sein. Mhm. Und das gelingt vielleicht mit einem Hörspiel, auch wenn es etwas aufregend ist, wie zum Beispiel Vidan oder Ähnliches. Ja. Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen, weil Mystery-Hörspiel ist jetzt ja nicht die pure Entspannung. Dann könnte man ja sagen, warum kein Liebeshörspiel? Aber so ein bisschen was passieren soll ja schon noch, was einen emotional mitnimmt. Jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert. Also du wirst mit Sony auch offensichtlich ja noch irgendwas machen eventuell. Das freut uns ja sehr, sehr zu hören. Heute, 14. Mai, wo wir das ausstrahlen auf den Kanälen, ist die Premiere. Wartest du dann auch wieder auf den Anruf eine Woche, zwei Wochen später von Sony, die dann sagen, hat wieder funktioniert? Ist man dann unruhig? Also guckt man ins Netz? Wartet man auf Reaktionen? Wie geht's dir dann, wenn das Kind sozusagen im Weidenkörbchen auf den Fluss gesetzt wird und anfängt loszuschwimmen? Dann kannst du es ja nicht mehr zurückholen. Nein, ich vertraue dem Kind. Das wird seinen Weg schon finden. Mhm. Und wie ich schon sagte, ich bin von der zweiten Staffel überzeugter noch als von der ersten. Mhm. Das will schon viel heißen. Du warst ja schon auf die erste Staffel sehr stolz und sehr zufrieden, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, im Nachhinein ist es immer so. Es war bei mir immer so, egal ob ich ein Buch schreibe, ein Hörspiel mache oder sonst was, dass ich denke, in einem gewissen Abstand, da hättest du aber da noch ein Quäntchen mehr geben können oder da. Ist so, ist normal, wird sich nie ändern. Werde ich vermutlich auch im Abstand zur zweiten Staffel wieder so empfinden. Aber ich habe einfach ein durch und durch gutes Gefühl. Was wäre der beste Grund, wie dann zwei zu hören? Jetzt hast du ja mal die Chance, unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, was der Künstler meint, warum man wie dann zwei hören muss. Eigentlich eins auch, aber. Also wer die eins gehört hat, da hoffe ich, dass er ohnehin die zwei hören wird. Und bevor man die zwei hört, sollte man auch die eins hören, sonst hat man nämlich gewisse Probleme bezüglich der Verständlichkeit. Ja, das geht gar nicht anders. Und ich sage einfach, wer die Eins mochte, kann jetzt wieder nach Hause kommen. Mhm. Diner, es wird ein neuer Laden eröffnet, der auch sehr wichtig ist. Das Sheriff Office. Wir haben unsere Bess mit ihrem Käsekuchen. Und jetzt ist es Sommer. Ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen. Mhm. Bess bringt jetzt selbstgemachtes Eis mit und all diese Dinge. Mhm. Der Neville-See, der schon in der ersten Staffel da war, rückt sehr in den Fokus. Mhm. Es wird sehr spannend und das Schöne vielleicht auch für viele Hörer ist, wir lassen sie nicht einfach im Nebel stehen. Sie werden verstehen und sagen, ach, so ist das. Dahin läuft es. Ne? Mhm, mh. Ich glaube, dass wenn jemand am Ende der 10. Folge ist, denkt er sich, aha, verstehe. Ohne nicht neugierig zu sein auf eine dritte Staffel. Mhm. Ja, okay. So war es ja schon beim ersten Mal. Ja, also, genau. Das finde ich ja auch eine Kunst, dass nach so einer Staffel die Geschichte zu Ende erzählt ist oder zumindest zu einem Punkt gebracht ist, dass man sagt, okay, hier endet es jetzt erstmal und trotzdem natürlich, genau wie du sagst, war es halt am Ende der ersten Staffel schon so, dass man gesagt hätte, ach, eigentlich könnte ich jetzt auch CD11 noch einlegen. Das wäre jetzt auch gar nicht super, schlecht. Super, ja, so muss es sein. Und dann, wenn du jetzt sagst, das wird bei der zweiten Staffel nicht anders sein, dann muss man halt wieder ein Jahr warten. Das ist ja schrecklich. Dass man ja, das ist nun mal so. Also gut Ding will Weile haben. Ich lese tatsächlich im Netz immer Dinge wie so, boah, das dauert aber lange. Naja, das muss erstmal geschrieben werden. Dann muss es nochmal durchgegangen werden und dann kommen die Sprecher und dann geht es, was der aufwendigste Teil ist, in die Produktion, ne, wo möglichst alles sitzen muss. Jede Türklingel, jeder Schritt, jeder Atmer. Wie oft hast du jede einzelne Episode inzwischen gehört? Kannst du das noch sagen? Viel weniger, als ihr glaubt. Okay. Weil, Kompliment an unser Team, es ist nicht so, dass ich dann eine Folge höre und denke, ach du lieber Himmel, nochmal. Ne? Und auch Sony sagt das nicht. Das sind Akzente. Ne? Mhm. Ich würde sagen, jede Folge habe ich bisher gehört. 3 bis 4 Mal. Okay. Und mehr dann nicht. Ja, mit Notizen von einzelnen Stellen, wo du sagst, da
Genau, ne? Also der Käfer ein bisschen lauter und dann hörst du auch nur noch die Stelle nochmal und gibst die dann am Ende frei. Ganz genau, ganz genau. Und wie gesagt, das entscheide ich nicht alleine, das kann man nicht. Da müssen mehrere Leute dran arbeiten. Jeder hat eine andere Sicht, andere Hörweise, daran zu gehen. Und das ist sehr hilfreich, muss so sein. Also es wird grundsätzlich immer von 3 bis 4 Leuten Kontrolle gehört. Mhm. Aber auch nicht mehr wahrscheinlich, oder? Wenn 10 Leute hören, hast du auch 15. Nein, das Meinungen geht nicht. Dann kannst du wieder von vorne anfangen. Weil einer ist immer dabei, der sagt, da ist mir aber zu wenig Gewalt. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage, die mich wirklich so ein bisschen umtreibt als Fan des Genres Horror, Mystery, wie auch immer. Und zwar die Frage, ob du das Gefühl hast, dass die Pandemie, dass diese aktuelle Situation sich irgendwie in dem Genre niederschlagen wird. Und also entweder in der Form, dass die vielleicht neue Projekte inspiriert oder eben bestehende verändert thematisch oder eben völlig losgelöst davon, dass man dann immer sagt, man will aber das Genre Horror eher als Eskapismus völlig losgelöst von der Realität haben. Da würde mich mal deine Einschätzung einfach interessieren. Also insgesamt würde ich das nicht nur auf den Bereich Mystery Horror beschränken, sondern wenn ich jetzt wieder mal einen Thriller schreiben würde, ob jetzt Buch oder Hörspiel, würde die Pandemie keine Rolle spielen. Mhm. Weil, wenn wir uns vorstellen, jetzt in der zweiten Staffel hätte Miles Vidan, wäre noch nicht geimpft, müsste warten und all diese Problematiken. Mhm. Ja, das ist die schlimme Realität. Aber das möchten die Leute, glaube ich, nicht noch in ihrer Freizeit erleben, weil das funktioniert, das ist eine losgelöste Bedrohung, die wir in Vidan haben. Und man kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, mein Gott, das kommt ja nicht zu mir, so schlimm wie es ist. Mhm. Das schadet auch nicht der Spannung. Mhm. Aber das noch einfließen zu lassen, nein. Ja. Ich habe festgestellt, schon sehr schnell im letzten Jahr kamen dann die ersten Corona-Romane. Ne? Teilweise auch schnell runtergeschrieben, beschränkt auf 120 Seiten. Das habe ich nicht verstanden, das konnte ich nicht nachvollziehen, das würde ich nicht tun. Das hat einen ganz schalen Beigeschmack. Mhm. Wenn ich blitzschnell auf diesen Zug springe, man noch gar nicht weiß, wohin geht denn die Entwicklung der Pandemie und ich hau da schnell was raus. Und ich glaube, das wurde vom Publikum auch nicht angenommen. Mhm. Ich meine, wenn die Leute krank werden, will ich nicht noch einen Roman, wo die Leute krank werden. Ja. Das ist absurd. Dass man das in den gewissen Fernsehspielen natürlich mit einfließen lässt. Gäbe es noch die Lindenstraße, wäre das natürlich mit drin. Mhm. Das muss ja. Aber ich arbeite fiktiv. Ne? Auch wenn ich viel Reales mit einbringe, möglichst gut recherchiere, die Pandemie findet nicht statt. Mhm. Hattest du mal irgendwann die Idee, eine Geschichte zu schreiben? Ich meine, vor der Pandemie war der Film wie Contagion und was es so alles gab. Das, dieses Narrativ gab es ja schon, des Killer-Virus. Hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, so eine Geschichte zu schreiben? Nö. Okay. Nicht ganz kurze Antwort, nein. Und nicht, weil ich das jetzt furchtbar finde. Es hat mich irgendwie nicht gereizt. Ja. Es gibt einfach gewisse Themen. Wenn du sagst, ich entwickle jetzt eigenverantwortlich eine Story, dann kommen gewisse Dinge mir dann nicht in den Sinn. Also ich weiß zum Beispiel, ich will keine Cyberpunk-Story schreiben, ganz einfach, weil es mir nicht liegt. Ja. Vielleicht, ich würde auch sagen, kann ich vermutlich gar nicht. Ne? Von daher, auch, ich sag mal, Western, tja, vermutlich eher nicht. Mhm. Ist jetzt aber nicht irgendwie eine Einschätzung an Qualität. Das sind einfach Dinge, die mir nicht so liegen. Mhm. Nicht deine Leisten, wie man so schön sagt. So sieht es aus. Vielleicht sollte man auch nicht alles machen wollen. Das kann auch. Nein, dann bist du am Ende auch ein Gemischtwarenladen. Und das ist nicht gut. Ne? Wer meint, alles zu können? Stimmt. Gibt es wenige, die das vielleicht hinbekommen. Ja, ich kriege auch eine Fliese an die Wand. Das geht mir ähnlich. Ja, ja. Genau. Raimund, vielen, vielen Dank für die Danke Zeit, dir. Die du dir genommen hast. Und vor allen Dingen, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, haben ja unsere Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit, 5 Exemplare der Boxen, das ist ja auch noch eine Besonderheit, dass ihr auch noch diese haptischen Boxen macht. Man könnte es ja auch irgendwie in Streaming raushauen, aber du hast ja gerade schon gesagt, du legst selber die CDs auch bei der Musik noch ein. Das, würdest du es auch machen, wenn die sagen, okay, wir machen auch Staffel 3 bis 12, aber dann gibt es keine CDs mehr, sondern nur noch online? Ja, ich würde die Geschichte natürlich gerne fortführen, aber ich würde weinen.
ganz ehrlich. Würdest du kämpfen? Die sehen mich wirklich in der Videokonferenz weinend vor dem Monitor. So. Du würdest auch wahrscheinlich noch ein bisschen kämpfen und argumentieren, oder? Ja, ja. Und ich finde es auch toll, dass das weiterhin so gemacht wird. Das ist bisher überhaupt kein Thema, dass wir von der Box abweichen. Ja. Und ich liebe es ganz einfach, diese Box dann zu nehmen und dann schwupp, da kommt sie in das Regal, wo deine ganzen Sachen stehen. Mhm. Die stehe ich, habe ich bei mir. Das, und diese Box könnt ihr jetzt 5-mal gewinnen und sie werden sogar von Raimon signiert sein. Vielen Dank, dass du das auch machst. Gerne. Und ihr habt binnen 14 Tage, also jetzt bis zum 28. Mai 23.59 Uhr Gelegenheit, uns eine E-Mail zu schicken. Und diesmal machen wir es ein bisschen schwieriger. Sonst hätten wir jetzt gesagt, wie dann als Stichwort. Aber ich finde, für so eine schöne Box und dann noch die Unterschrift des Autoren und Produzenten müsst ihr ein bisschen mehr machen. Schreibt uns bitte, wo spielt denn die Geschichte? Wer jetzt schon aufgepasst hat, wird es mitbekommen haben. Man findet es aber auch relativ gut raus. Huxler-Hörer sind ja gut im Recherchieren. Also bitte eine E-Mail und dann in den Betreff bitte reinschreiben, in welchem Ort in Montana, soweit kann ich ja schon gehen, spielt denn wie dann generell beide Staffeln im Grunde genommen als Hauptort. Und dann habt ihr die Chance, unter allen Einsendungen werden wir eine von 5 signierten Boxen verlosen. Und Raimon, ich habe die Hoffnung, dass wir dich irgendwann mal wieder bei uns zu Gast haben, weil das immer nett ist mit dir. Sehr schön, sich mit dir auszutauschen und vielen Dank für den Einblick. Ja, ihr hättet auch als Preisfrage stellen können und als ersten Preis, ich sag mal, ein Mercedes der S-Klasse. Wie heißt der Bürgermeister von Blackdale? Das stimmt, aber ich habe leider keinen Mercedes. Das machen wir bei Staffel 3. Da organisieren wir dann noch einen Mercedes. Da sprechen wir nochmal ein bisschen mehr. Der Bürgermeister wird nie genannt, von daher. Ah, okay. Das ist aber auch ein bisschen gemein. Aber gut, okay, wir gucken mal. Vielleicht kommt er in der dritten Staffel vor und dann. Möglich, ja. Ja, ja. Dann müssen wir Bürgermeister. Das ist immer eine tolle Rolle. Raimon, alles Gute dir. Viel Erfolg bei allen weiteren Projekten. Wir freuen uns jetzt dann auch ab dem 14. Mai selber, alle Folgen von Wie dann 2 hören zu können. Ja. Und ihr alle da draußen habt die Chance zu gewinnen. Und wir können euch nur empfehlen, zum Anwärmen, bis diese 14 Tage vorbei sind, schon mal in die erste Staffel von Wie dann reinzuhören, wer das noch nicht getan hat. Ist wirklich empfehlenswert, sonst würden wir das nicht machen. Hat uns einfach gut gefallen. Raimon, danke dir. Vielen Dank. Zeit. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.